Hallo und willkommen zurück bei Hogwarts Legacy Folge 71 schon. Wir haben den Tag hier in diesem wunderschönen Schlafzimmer verbracht, das uns nicht gehört, aber das haben wir nur getan, damit wir diesen Demigeist einsammeln können. Entzückend, entzückend, entzückend. Können wir noch Klavier spielen? Das können wir sogar sehr gut. Hört, hört. Ja. Wir klauen natürlich noch alles, was nicht nied- und nagelfest ist in dieser Wohnung. Die uns nicht gehört. Und dann können wir uns auch schon wieder von dannen machen. Da hinten ist noch eine Truhe. Können wir uns die einverleiben? Ich finde das immer nicht so gut, hier so die Häuser aufzuknacken, wo offensichtlich die Leute wohnen. Das ist auch irgendwie ein bisschen... Rollenspieltechnisch finde ich das immer ein bisschen schwierig. Ich meine, irgendwo da hinten war noch so eine vernagelte Bude, die sah nicht so aus, als wenn sie noch bewohnt wird. Da könnte man das vielleicht machen, aber das, ich meine, da brennt Licht, davor tanzen Leute. Da knackst du doch nicht das Schloss auf und gehst da rein, um irgendwelche Truhen leer zu räubern. Also das ist doch irgendwie, entbehrt doch irgendwie so ein bisschen dem Rollenspielgedanken. Ja, die Truhe ist auch da drin. Ja, aber die werde ich auch nicht knacken. Genauso wie wir uns nicht instrumentalisieren lassen von dem hinterlistigen Weasley, der uns zum Klauen in den Honigtopf schicken will. Das mache ich auch ganz aus Prinzip nicht. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine Sonderfolge, wo wir einfach mal diese Quest dann sehen. Weil ich das gerne sehen möchte. Aber für unseren Spieldurchlauf möchte ich eigentlich nicht, dass wir klauen. Ja, dieses Dörfchen hat irgendwie ein Problem mit dem Sumpfkrattler. Wir haben zwischendurch einen Sumpfkrattler erledigt, der hier auch direkt unten drunter gehaust hat. Aber ich weiß nicht, ob der das war, von dem hier gesprochen worden ist. Oder... da sind noch Schmetterlinge. Sumpf an der Nordfurt. Ein Astronomiealtar. Ach, vielleicht sollten wir den doch mal schnell mitnehmen, wo es gerade dunkel ist. Aber irgendwie gefährliche Monster werden doch irgendwie angezeigt auf der Karte. Oder war das nicht so? Das heißt, wenn hier dieser Sumpfkrattler noch sein würde, dann müsste man den doch irgendwie anzeigen, oder nicht? Hm. Keine Ahnung. Also angezeigte Gegner in der Gegend habe ich ja. Da unten ist noch ein Sumpfkrattler. Ja, wir können den ja einfach mal... Ich habe schon wieder nicht drauf geachtet, was die Anforderung bei der Duellleistung war. Keine Ahnung. Da hinten ist eine Spinne und Spinneneier. Die lassen wir auch, wo sie sind. Wir wollen ja nur diesen Altar, den Astronomiealtar bearbeiten. Oh, das kommt mir aber bekannt vor. Sind wir hier nicht schon mal gewesen? Ja, doch, doch. Das ist doch, da sind wir doch mit unserem... Professor hingeschlichen. Genau. Und da drin war noch eine Tür, die wir nicht aufbekommen haben. Habe ich gerade doch gesehen. Ein blaues Schloss. Da. Ah, Stufe 3. Mist, das war das Problem. Hm, na gut, na gut, na gut. Wie war denn das? Ach, wir sind durch dieses Gemälde gegangen, glaube ich, ne? Ja, ja. Hm. Gut oder auch nicht gut. Ach ja, genau. Aus der schimmeligen Tasse trinken.
Dann wollen wir mal schnell aufsatteln. Hoch. Amit war bestimmt schon mal hier. So, also verschaffen wir uns erstmal einen besseren Überblick und dann drehen wir das mal hin. So irgendwie. So. Centaur. Ja, gut, gut. Was haben wir hier noch? Da unten sind doch irgendwo schon wieder Gestalten. Spinnen, Sumpfkrattler. Ja, unwichtig. Wir das wohl schaffen in einem Durchlauf, ohne einen zu verpassen? Na, ich glaube, die Reihenfolge war nicht ganz ideal gewählt. Gut, kurzer Blick auf die Karte. Was machen wir jetzt? Wir haben gar nicht so einen richtigen Plan, ne? Da hinten ist noch eine ein Stück, was wir noch nicht entdeckt haben. Ich würde aber sagen, wir machen den alten Magie-Punkt hier. Boah, Klump Hollow. Sind wir da nicht sogar schon mal gewesen? Hm. Da sind mehrere Merlins-Prüfungen. Hogsmeade. Ja, ich wollte eigentlich eine große Erkundungsfolge in Folge 70 machen. Allerdings waren wir da noch so halb mit einer Aufgabe beschäftigt, was uns so ein bisschen den Plan verhagelt hatte. Ja, ich würde sagen, wir machen diesen alten Magieort. Guck mal, da ist auch noch eine Merlins-Prüfung. Und dann bewegen wir uns weiter. Ich doch eigentlich ein bisschen weiterkommen. Ich sag, wir machen diesen alten Magieort und dann teleportieren wir uns ins Schloss zurück und machen da eine Aufgabe. So machen wir es. Vielleicht mache ich dann mal offscreen sozusagen, dass ich hier so ein bisschen erkunden gehe. Wer ist da und wenn ja, warum nicht? Ja, das sieht mir sehr nach Spinnereien aus. Können wir uns an Spinnen anschleichen? Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Den Zauberstab nimmst du mir nicht. Versuch es gar nicht erst. Rivelio. Sagt wer und wo? Incendio. Du bist beeindruckend im Kampf, aber jetzt hast du deinen Meister gefunden. Ich hab dich im Duell gesehen. Du hast keine Chance. Ich frage mich, wer da spricht. Ich glaube, das war... der lag hier, glaube ich, gefesselt. Ja, ich hoffe, jetzt muss ich mir nicht die ganze Zeit sein Gesülz anhören. Aua! Schön vergiftet worden, wa? Incendio!
Revelio. Du hast unseren Koboldhelm geklaut. Also ihren Koboldhelm. Aber dann hatten wir ihn. Ich glaube, der liegt hier sogar noch auf dem Boden, ist aber irgendwie unsichtbar geworden. Incendio! Oh Gott, oh Gott, was ist hier denn mit dir? Incendio! Akio! Incendio! Ja, und der hat hier jetzt die ganze Zeit vor sich hingequatscht, ist aber irgendwie unsichtbar gewesen. Schade, dass das niemand gesehen hat. Ein Eichhörnchen. Schön, das nehmen wir auch noch mit. So, und dann, ich glaube, wir machen es einfach folgendermaßen. Wir gucken im Journal, was wir für eine Aufgabe haben. Professor Weasleys Aufgabe. Besorgte Mutter. Mit Poppy sprechen. Ja, mit Poppy haben wir ja gerade die Höhle auseinander gepflückt. Sollte sie in den drei Besen treffen, ist nicht ganz so weit weg. Aber wir haben auch schon länger nicht mehr mit Nettie gesprochen. Ich glaube, das möchte ich machen. Das verfolgen wir mal. Da hinten. Genau, in Hogwarts. Da. Im Wahrsageunterricht. Okay, gut. Wir reisen einfach mal der Schnellreise. Wir wollen ja auch mal ein bisschen vorankommen jetzt hier. Schon wieder genug Zeit verplempert. Das ist so frustrierend. So, frustrierend. Du wolltest mit mir sprechen, Mutter? Ich hatte gehofft, allein mit dir zu sprechen, Nazai. In der Nachricht hast du erwähnt, dass ein ungewöhnliches Wesen im Wald nahe Hogsmeade dir Sorgen macht. Das hätte alles sein können. Du weißt, was es war, Nazai. Ich darf das Schloss verlassen. Ich bin auch immer vorsichtig, Mutter. Vorsichtig? Officer Singer ist anderer Meinung. Sie schickte mir eine Eule, dass du versuchst, irgendwelche Beweise gegen schwarze Magier zu sammeln. Sie hat mich getadelt, weil ich nicht besser auf dich Acht gebe, und sie hat recht. Ich will, dass du Hogsmeade bis auf Weiteres fernbleibst. Aber Mutter! Meine kleine Gazelle, du hast gute Absichten, aber du darfst dich nicht mit gefährlichen Leuten anlegen. Wenn jemand sich in Matabeleland eingemischt hätte, wäre Vater noch bei uns. Ich muss zum Unterricht. Vielleicht kann dein Freund dich ja zur Vernunft bringen. Genau, denn ich bin dafür bekannt, dass ich sehr vernünftig bin. Das ist so frustrierend. Sie hört mir einfach nie zu. Sie hat dich kleine Gazelle genannt. Ist das ein Kosename in eurer Heimat? Der gilt nur für mich. Ich bin das ungewöhnliche Wesen in Hogsmeade, von dem sie sprach. Selbstverwandlung wird in Hogwarts nicht gelehrt. Deshalb schrecke ich etwas davor zurück, sie zu praktizieren. Aber ich bin eine Animaga. Und in meiner Gazellengestalt konnte ich bisher immer frei das Hochland durchwandern. Sehr zum Ärger meiner Mutter. So konnte ich Rookwood und Harlow ausspionieren. Eine Gazelle. In England. Die frei herumläuft. Fällt gar nicht auf. Ganz bestimmt nicht. Ganz besonders nicht, wenn da so Wilderer rumtouren und da eine Gazelle frei rumläuft. Naja, gut. Ja, ich weiß gar nicht, was ich als erstes fragen will. Ich glaube, dass
Da wird man nicht zu, sondern ich glaube, das liegt einem dann halt einfach so. Ich glaube, man wird so geboren. Wählst du deine Animagus von? Ich glaube, das ist auch irgendwie festgelegt, oder? Können sich, also sonst so, wenn man mal so überlegt, Sirius hat sich ja immer in diesen schwarzen Hund verwandelt. Ich glaube nicht, dass er das sich besonders so ausgedacht hat, dass er exakt dieses Tier wählt, ne? Und McGonagall immer in die Katze. Ich glaube, dass es schon vorgegeben ist, welche Form. Aber wie es sich anfühlt, würde ich schon gerne wissen. Wir fragen einfach von oben nach unten durch. Wurdest du als Animagus geboren oder hast du es erlernt? Animagi werden nicht geboren. Der Prozess ist kompliziert. Man muss ein Alraunenblatt einen Monat lang im Mund herumtragen. Dann legt man das Blatt in eine Kristallfiole, um es dem Mondlicht auszusetzen. Danach fügt man eines seiner Haare bei. Und das ist erst der Anfang. Selbstverwandlung ist in Ouagadou unter Schülern alltäglich. Aber Professor Weasley findet sie zu gefährlich, um sie in Hogwarts zu lehren. Mhm. Aha, okay. Kannst du auswählen, welche Gestalt ein Animagus annimmt? Nein, die Animagus-Gestalt eines Menschen hängt von seiner Persönlichkeit ab. Meine Mutter meint, dass ich mich in eine Gazelle verwandle, weil ich so anpassungsfähig bin. Ich glaube, es liegt daran, dass ich Gefahr wittern und die Nerven behalten kann. Wie fühlt es sich an, sich in ein Tier zu verwandeln? Naja, am Anfang war es ziemlich anstrengend. Ich verspürte stechende Schmerzen und das starke Pochen zweier Herzen. Aber von Mal zu Mal wird es leichter. Ich verspüre keine Schmerzen mehr und finde den zweifachen Herzschlag sogar ganz angenehm. Und ich betrachte die Welt gerne aus einer anderen Perspektive. Hm. Jetzt ergibt der Spitzname Sinn. Was für eine außergewöhnliche Fähigkeit. Und ob? Ich liebe das Verwandeln. Aber Mutter ist davon nicht so begeistert. Sie findet kein Wesen, vor allem kein so seltenes wie eine Gazelle, sollte in einer Gegend herumstreuen, in der so viel gewildert wird. Mein Reden. Sie sagt, sie habe ein Unglück vorhergesehen, das mir in Gazellengestalt widerfährt. Aber sie nutzt ihr inneres Auge zu oft, um mich zu kontrollieren. Ich glaube ihr nicht mehr. Hm. Ja, hm. Also Mutti hat schon recht, dass das nicht so smart ist, hier als Gazelle rumzugazellieren. Nee, wir machen mal vernünftig. Es wäre vielleicht besser, wenn du Hogsmeade vorerst meidest. Hm. Das mag zwar sicherer sein, aber ich glaube nicht, dass das gut wäre. Du etwa? Du hättest fliehen können, als du erfahren hast, dass Rookwood, Harlow und Ranrock hinter dir her sind. Aber das bist du nicht. Und ich werde auch nicht fliehen. Ich muss Rookwood und Harlow erledigen. Ich verstecke mich nicht. Meine Mutter kann nicht immer wissen, wo ich bin. Danke, dass du bei diesem eher unangenehmen Gespräch dabei warst. Ja, obwohl ich ja eher Gegenpartei ergriffen habe jetzt zum Schluss. Aber es ist schon nicht so richtig smart, als Gazelle hier rumzudüren, wo so viel gewildert wird. Was ich ein bisschen schade finde, wir haben mit Nettie ein bisschen wilderer Kram gemacht und mit Poppy auch wilderer Kram gemacht. Warum schließen wir uns nicht einfach zusammen und machen zu dritt anti-wilderer Missionen? Hm. Vielleicht habe ich das auch einfach falsch verstanden und Nettie verfolgt da ganz andere Ziele. Keine Ahnung. Naja, so. Genau, Haltung annehmen. Und wir überlegen mal kurz, was wir als nächstes so anstellen. Mit Nettie haben wir gesprochen. Wir könnten natürlich noch mit Poppy sprechen. Die will in den drei Besen mit uns rumhängen. Oh, das ist natürlich auch noch eine coole Sache, ne? Crucio lernen. Ja. Genau, ein Diri-Call müssen wir noch finden. Das wollte ich ja eigentlich auch schon erledigt haben. Ich weiß gar nicht so ganz genau, wie ein Diri-Call aussieht. Aber da haben wir nicht irgendwo Sammlung, genau. So, und dann irgendwo Tierwesen. Rettbare Tierwesen, denen du begegnet bist. 13 von 13. Längst noch nicht alles. Diri-Call. Aber es ist ein Haken dran. Das heißt also, wir haben
doch schon eins. Grabhorn. Das ist schon ein beeindruckendes Viech. Ja, die haben wir auf jeden Fall auch. Testerale haben wir auch. Ja, Phönix und Einhorn haben wir in unserer Sammlung, weil wir die Sachen gekauft haben. Aber wir haben natürlich noch keins. Aber so ein Ding. Ein Fupa. Ich glaube, wir müssen mal in unseren Raum der Wünsche und mal wieder in unsere Tierwesenabteilung reinschauen. Denn ich glaube, wir müssen uns da ganz dringend um die Tierwesen mal kümmern. Und wir haben ja auch, glaube ich, was gefangen, was wir hier noch gar nicht ausgesetzt haben. Mindestens die Kröte. So, kick mal an. Aktive Tierwesen, 8 von 12. Haha. Das heißt, Artenobergrenze erreicht. Hä? Laufe Tierwesen. Wieso haben wir denn die Arten? Art. Ah. Wieso können wir denn... Können wir das nicht vergrößern? Unser Tierwesen... Tierwesengehege? Hä? Okay. Artenobergrenze. Aber wieso ist denn die Artenobergrenze erreicht? Ach ja, okay. Wir haben... diese Art und diese Art und diese, ja, okay. Das ist natürlich Murks. Freilassen? Wir wollen ihn ja nicht freilassen. Ja, dann würde ich ihn ja wieder zurücktun zum Inventar. Das glaubt Professor Howe nie. Naja gut, aber dann haben wir ja trotzdem nur... Haben wir auch nicht so wirklich was gewonnen, ne? Jobberknoll. Ich pass auf dich auf. Das ist ja irgendwie doof. Na komm, machen wir die auch noch weg. Dann können wir zumindest die Kröte noch hinpacken. Also, dass man die Arten nicht ein bisschen hochsetzen kann, ist ja irgendwie schade. Ha, naja. So, dann rüsten wir mal eben schnell unser... unser Tierwesen-Equipment auf. So. So. Alle streicheln, alle streicheln. Noch jemand ohne gültigen Fahrschein? Der ist schon, der ist schon. Wo sind denn schon wieder alle? Da ist noch einer. So, alles füttern, alles füttern.
So, kick mal an, Krötenwarzen. So, und da kann man Haar von Testralen einsammeln. Tolle Sache. Aber ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass wir doch ein bisschen eingeschränkt sind mit unserem Gehege, ne? Also, jetzt habe ich von jedem eine Sorte, also ein Geschlecht mit eingesammelt. Damit die sich hier vielleicht sogar noch vermehren können oder so. Aber wir können insgesamt nur 4 Arten haben. Das, Entschuldigung, nichts passiert. Das finde ich ein bisschen doof. Hm. Naja, schnell nochmal entdecken. Was hat die gerade gesagt? Wollt ihr was von mir? Ja, gut, hat nicht so den Impact. Was hat der noch? Ah, mit mir über den Webstuhl reden. Ja, den wollte ich eigentlich gerade benutzen. Hallo, Deke. Professor Weasley sagte, du wolltest mir mehr über den Webstuhl erzählen. Hallo. Ja, Deke hat sich etwas überlegt. Er... Huch. Offenbar denkt der Raum, sie brauchen mehr Platz für Tierwesen. Aha. Wie Dick sagte, er hatte eine Idee. Dick weiß, wie sie die Kleidung testen können, die sie im verzauberten Webstuhl verbessert haben. Und vielleicht könnten sie dabei einem alten Freund helfen. Wie meinst du das? Ein Hauself namens Tops sammelt für seinen Meister in einer Höhle bei Hogwarts Blutegelsaft. Tops Meister lässt ihn nicht aus der Höhle und Dick weiß, dass es dort von Spinnen nur so wimmelt. Das klingt ja furchtbar. Ja, und Dick hat schon länger nichts von seinem Freund gehört. Die Kleidung aus dem Webstuhl hat vielleicht nützliche Verzauberungen. Dick dachte, sie könnten sie testen und nach Tops sehen. Auf jeden Fall. Ich verstehe. Überlass das mir, Dick. Ich finde Tops für dich. Oh, danke. Bitte sagen Sie, Dick, was Sie über Dicks alten Freund erfahren. Ja, siehst du, dann hat sich das Problem ja gerade gelöst. Wir haben einen weiteren... Na, das ist ja interessant. Toll, dann können wir ja hier... andere Tierwesen... Aber wer könnte denn hier wohnen? Weil hier würde ich ja am ehesten dann vielleicht die Kröte oder so hinpacken. Na gut, okay, das sieht eigentlich eher nach Meer aus. Ist ja nicht so richtig krötenartig. Hm. Ja, nee, da werde ich dann aber auf jeden Fall mal nochmal zurückkehren. Und dann werden wir ein bisschen die Tierwesen hin und her sortieren. Dass wir da welche rauснehmen, um sie da reinzutun. Dann können wir vielleicht doch alle Tierwesen platzieren. Schön. Sammeln wir noch schnell. Ein paar Pflanzen ein. Zack, zack. So. Halt. So. Ja, das ist doch nicht schlecht. Fehlt uns nur ein Kaukohl. Ja, und Venemosa könnten wir vielleicht noch ein paar mehr haben, aber haben wir jetzt nicht. Ja, da sollten wir vielleicht tatsächlich mal investieren, dass man hier einen Tisch mit... Vielleicht gibt es einen Tisch, der 2 große Töpfe beinhaltet oder so. Dann könnten wir doppelt so viel Venemosa anbauen. Das wäre vielleicht noch ganz sinnig. Ja. Webstuhl. Werden wir uns auch noch angucken. Und dann werden wir... Tops suchen gehen in einer Höhle voller Spinnen. Das klingt großartig, weil ich ja mit Spinnen immer so gute Erfahrungen gesammelt habe und weil ich die auch selbst so super finde.
Aber gut, das soll dann geschehen in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich und schaltet wieder ein. Bis dahin, ciao.